Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexion.de. Das ist das Forex Markt Update. So, heute schauen wir uns mal wieder das WTI Rohöl an. Sehr interessant, charttechnisch gesehen und auch fundamental. Mit Absicht natürlich wieder ein paar Tage vor dem eigentlich wichtigen fundamentalen Ereignis. Denn was nützt es uns, wenn es in 5 Minuten stattfindet, beziehungsweise wenn man sich die Analyse anschaut und es ist gerade passiert? Das ist etwas sinnlos. Deshalb der Hinweis darauf, am Donnerstag, den 2. Juni, tagt die OPEC das nächste Mal und zwar in Wien. Und das ist natürlich ganz interessant. Die ganze Welt, beziehungsweise die Märkte schauen natürlich auf dieses Event, auf die OPEC an sich. Und ja, das wird natürlich am Ölpreis nicht spurlos vorbeigehen. Zusätzlich dazu natürlich die Korrelation, die aktuelle Korrelation zwischen DAX und oder beziehungsweise den europäischen Leitindizes und dem Ölpreis ist natürlich sehr, sehr interessant, denn am Donnerstag 14 Uhr Leitzinsentscheid beziehungsweise dann die EZB-Pressekonferenz und beziehungsweise Leitzinsentscheid der EZB logischerweise. Und das in Kombination ist natürlich ein relativ heißes Eisen. Und ja, deshalb schauen wir uns die aktuelle Situation mal an und versuchen das Ganze mal charttechnisch zu bewerten. Fundamental jetzt darüber zu lamentieren, ist ein bisschen zwecklos, denn wir wissen weder, was die OPEC von sich geben wird, noch wissen wir, was die EZB machen wird. Deshalb einfach mal der rein charttechnische Blick und bitte im Hinterkopf behalten, Donnerstag DAX und Öl handeln könnte schwierig werden, beziehungsweise vielleicht die ein oder anderen Positionen im Vorfeld absichern. So, wie sieht die Situation aus? Hier im Wochenchart sehen wir es ganz, ganz deutlich. Wir hatten hier so eine Art Bodenbildung gesehen im Zusammenhang mit diesem abwärtsgerichteten Trendkanal. Schöner bearischer Fehlausbruch im Januar und Februar dieses Jahres. Das hatten wir schon ein paar Mal besprochen, beziehungsweise auch die Tatsache, dass wir hier noch einen internen Retest brauchen, zumindest theoretisch. Ja, das ist ja das Ziel, dass wir hier nochmal deutlich nachgeben in Richtung 31, 30 Dollar, dass wir hier diesen Trendkanal an der Südseite noch einmal retesten und dann ja, begeben wir uns natürlich gern hier in Richtung Norden. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir hier nochmal deutliche Preissteigerungen im Rohöl oder beim Rohölpreis sehen können. Also dafür ist diese Bodenbildung einfach schon zu stark manifestiert, beziehungsweise zeichnet sich hier ab und ja, rein charttechnisch betrachtet, wenn wir mal die ganze fundamentale Lage außer Acht lassen, wenn wir uns das mal angucken, hier diesen massiven Preissturz. Es würde einfach nur Sinn machen, wenn wir mal wieder über etwas höhere Preise sprechen. Aber das wahrscheinlich erst langfristig gesehen, sehr langfristig gesehen. Aktuell bin ich wirklich übergeordnet eher noch Short eingestellt im Rahmen dieses internen Retest dieses Trendkanals. Aber nützt uns jetzt im Augenblick natürlich wenig, wenn wir jetzt darauf warten, denn das könnte noch Wochen oder Monate dauern. Was ich sehr, sehr viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass wir hier oder dass der Rohölpreis sich hier Stück für Stück in Richtung Norden vorgearbeitet hat, soll heißen, dass er die EMAs hier Stück für Stück abgearbeitet hat. Und das mustergültig. Hier 10, 13, 20, 34er EMA letztendlich berührt. 34er EMA, so ein bisschen mein Pass-auf-EMA. Das heißt, es läuft höchstwahrscheinlich nochmal in Richtung des Trends weiter. Vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Das hat er dann letztendlich auch getan hier über den Sommer 2015 bis Anfang 2016. Ja, und jetzt hat es sich wirklich schön stabilisiert, auch über den 50er, 55er EMA geklettert. Man könnte natürlich meinen, okay, diese letzten Wochenkerzen oder diese eine rote Wochenkerze könnte ja theoretisch schon den Retest markieren. Den Retest markieren dieses Ausbruchs. Aber ich denke, dass wir hier auf Wochenbasis nochmal einen viel deutlicheren Move sehen könnten in Richtung 45 Dollar hinunter, einfach um mit einer schönen roten Wochenkerze nochmal diesen Unterstützungsbereich hier zu testen und damit auch zu sagen, okay, das Ganze kann hier noch weiter in Richtung Norden laufen oder er begibt sich jetzt hier in Richtung Süden bzw. in Richtung der Unterseite dieses abwärtsgerichteten Trendkanals. Also davon, ich denke, von diesem Unterstützungsbereich, den wir hier sehen, könnte viel abhängen. Das schauen wir uns jetzt auch mal im Tageschart an und da sehen wir diesen schönen aufwärtsgerichteten Trendkanal. Kleiner bearischer Fehlausbruch Anfang April diesen Jahres und dann ist er hier weiter in Richtung Norden gewandert. Hier in grün, das ist der Weekly 50er 55 EMA bzw. der Supportbereich, überschneidet sich natürlich sehr, sehr schön mit der Unterseite dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals und gleichzeitig auch mit dem 61,8er bzw. 76,4er
78,6, so wie Trace mit dieser jüngsten Aufwärtsbewegung. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Level. Kann er sich diese Woche hier auf diese oder in diesem Bereich stabilisieren? Rund um die 45 Dollar gehe ich davon aus, dass Sie hier nochmal eine ordentliche Long-Bewegung sehen könnten. Und zwar hier in Richtung der 55 bzw. 56 Dollar Marke und damit an die Oberseite dieses großen abwärts gerichteten Trendkanals, beziehungsweise auch an die Oberseite dieses aufwärts gerichteten Trendkanals hier im Daily Chart, beziehungsweise im H4, sieht man den natürlich genauso schön. Also man kann natürlich die paar Tage jetzt noch warten, bis Ende der Woche, um sich hier zu positionieren, oder man kann natürlich auch darüber nachdenken, okay, das sieht ja alles so gut aus. Ja, die Fibo-Level oder die Fibo-Retracements, die überschneiden sich hier sehr, sehr schön mit den einzelnen Unterstützungsbereichen. Ich kann es mal markieren. Horizontale Trendlinie 23,6. Hier ist kein wirklicher Unterstützungsbereich, spricht aber für das 23,6-Retracement, denn da spielt er gerne mal wilde Sau. Aber rund um das 38,2-Retracement, 50er-Retracement, 61,8er, 76,4er, 78,6er, überall die horizontalen Unterstützungsbereiche. Und da fragt man sich natürlich, hey, kann ich das denn nicht short traden, diese ganze Bewegung hier nach unten? Und ich sage, ja, kann man, aber eben wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Da könnten wir beispielsweise hier wieder diesen aufwärts gerichteten Trendkanal ins Auge fassen. Da sehen wir ganz deutlich, dass wir uns ähnlich wie im DAX hier im Schwebezustand befinden, zwischen einem Support und zwischen dem Widerstand. Wie könnte man jetzt vorgehen? Zunächst einmal, wenn der Kurs noch einmal in Richtung oder wenn der Kurs noch einmal die Oberseite dieses Trendkanals hier berührt, wir lassen mal das Fibo-Retracement außen vor, dann könnte man selbstverständlich hier noch einmal in die Short-Richtung traden, beziehungsweise sich hier oben positionieren. Eine andere Variante, klar, wenn man es ein bisschen aufgesplitteter haben möchte, beziehungsweise noch ein Stück mehr ins Detail. Hier auf dem H4-Chart, letzte Abwärtsbewegung, 61,8 Retracement wurde schon getestet, Kurs kam nicht drüber. Das heißt, kommt der Kurs noch einmal in Richtung 49,60 bzw. 49, was ist das hier, 49,80 Dollar, dann könnte man sich auch hier an diesem Widerstandsbereich bereits positionieren und auf den Ausbruch dieses Trendkanals spekulieren. Die Alternative für alle, die es ein bisschen sicherer haben möchten, wäre natürlich, dass wir hier warten, bis der Kurs letztlich aus diesem kleinen aufwärts gerichteten Trendkanal wirklich ausbricht, sich vielleicht hier rund um den H4 144er EMA stabilisiert und dann entsprechend den Retest ab diesem kleinen Trendkanal handeln und das Ganze hier in Richtung der 45-Dollar-Marke hinunterschorten. So, das wären die Überlegungen zum WTI Rohöl. Wird eine sehr, sehr spannende Woche, eben nicht nur auf Basis der Aktienindizes, sondern auch auf Basis dieses wirklich wichtigen Rohstoffes des schwarzen Goldes, des Rohöls im Zusammenhang mit der OPEC am Donnerstag. Ich wünsche wie immer viel Erfolg, einen guten Start in die neue Handelswoche und sage Tschüss.